Die Woche beginnt mit einem Smoothie. In diesem Smoothie sind drin Proteinpulver, Weizengraspulver, Kurkuma, Pfeffer und ungeschälte Hanfsamen. Dazu gefrorene Himbeeren, gefrorener Grünkohl, frischer Grünkohl aus dem Garten, Bananen, Orangen und Pappelmusen und ein bisschen Stangensellerie. Das war's und das gibt's jetzt zum Morgen. Und jetzt gibt's noch ein paar Erdbeeren. Jetzt gibt es einen wunderbaren Salat, Feldsalat aus Gurken und aus Tomaten und viel Zwiebeln. Das alles einfach mit Balsamico, Öl, Salz und Essig. Ne, Pfeffer. So war das. Genau. Ich sage wie jedes Mal, nur dass ihr Bescheid weißt. Also Öl ungefähr ein Viertel von diesem Esslevel für den gesamten Salat. Also wirklich, wirklich nur ein Schuss. Ein Schuss, der wirklich nur ein Schuss ist und nicht ein Jamie Oliver Schuss. Und diesen Salat gibt es jetzt. So, und die letzte Mahlzeit des Tages werden jetzt 400 Gramm Datteltomaten sein. So, ich bin heute nicht zu Hause und ich habe bisher 4 von diesen Nashi-Birnen gegessen und 3 von den Mangos. Wir waren nämlich heute früh auf dem Markt und ja, bis jetzt habe ich nur Obst gegessen, jetzt ungefähr so 15, 16 Uhr und ja, und entsprechend 4 Nashi-Birnen, 3 Mangos. Aber heute Abend werde ich wahrscheinlich eine vegane Pizza essen in einem veganen Pizza Restaurant, was heute oder morgen irgendwie zumacht. Und ja, und meine Freundin sagte, ich muss da unbedingt mal die Pizza probieren. Und naja, dann werde ich wahrscheinlich mal auch eine Pizza probieren. Werde ich den Nagel wahrscheinlich aufnehmen, wenn ich es nicht vergesse. So, und jetzt, wie schon angekündigt, die Pizza. Da ist Kichererbsen drauf, Spinat und irgendwas. Der geilste vegane Käse der Welt. Genau. Ja, also ich habe ja nur gestern dieses Pizza Lab, das war so eine ganz besondere Pizza-Kneipe, da ausprobieren, ich will nicht sagen müssen, aber ich habe mich dafür frei entschieden, ich habe mich überzeugen lassen und ich habe einfach viel zu viel gegessen, also wirklich viel zu viel gegessen und das nicht, dass die Pizza irgendwie schlechter oder sonst was. So war halt fettig halt und das ist halt keine Rohkost. Und ich bin jetzt Mittag am folgenden Tage und ich bin immer noch ziemlich satt und haben immer noch dieses flaue Gefühl im Magen von dieser Pizza. Und ich habe entschieden, dass ich sozusagen heute komplett nichts esse. Und mal sehen. Also wenn dann wirklich richtig Hunger oder so kommt, dann werde ich Säfte mir pressen aus Gemüse und Obst. Also keine Smoothies, sondern wirklich Säfte. Und höchstens, ich habe mega, mega Hunger, dann würde ich vielleicht einen Smoothie trinken. Aber ich kann das sonst mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Und bevor ich das nächste Mal mich da überzeugen lasse, denke ich zweimal nach. Also, naja. Aber es ist auch nicht total dramatisch. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt bereue oder sonst was. Es ist einfach so, dass ja, sich bei Kochkost und gerade bei jetzt mit was Gesalzen und Gewürzen ist, und eine Monomahlzeit ist wie gekochte Kartoffeln, dass es dann einfach in einem Fressmassaker endet. Und dass ich ja wirklich keine Rückmeldung von der Nahrung erhalte. Weil es ja eben gekochte, zerstörte Nahrung ist. Aber naja, gut. Das wollte ich euch nochmal wissen lassen. Also heute esse ich gar nichts. Und falls ich doch noch was esse oder einen Saft oder einen Smoothie, nehme ich es natürlich auf. Aber das nur mal so als Zwischenfeedback. So, nach einem Tag Fasten beginnt mein Tag wieder mit einem Smoothie. Hier sind drin sehr, sehr viel Weizengras heute. Das habe ich extra heute hier vorgemahlen aus meinem Garten. Also wirklich eine richtig volle Hand mit echtem Weizengras. Dann ungeschälte Hanfsamen, dann Proteinpulver, also Erbsen- und Reisprotein. Dann sehr, sehr viel Grünkohl und Himbeeren, jeweils gefroren. Äpfel, Bananen, Staudensellerie, Pfeffer und Kurkuma. Und nun gibt es eine Mango. Und dasselbe Spiel von vorn, eine Mango. Ich habe nämlich 10 Mangos zum Preis von 10 Euro auf dem Markt bekommen. Deswegen gibt es wahrscheinlich jetzt in den nächsten Tagen hin und wieder eine Mango. Das ist die zweite heute. Und jetzt gibt es noch eine Mango. Heute wieder der Tag der kleinen Mahlzeiten. Jetzt gibt es einen Kohlrabi. So, und hier gibt es jetzt nochmal Orangen. Und vorher habe ich auch noch eine Mango gegessen. Und das heißt also jetzt zum Abend eine Mango und circa 8 Orangen. Also das ist auch der zweite Orangenteller. Und das ist dann massives Abendbrot dann doch am Abend.
Und heute geht's wieder mit einem Smoothie los. Heute sind dran Bananen, Pfeffer, Möhren, Stangensellerie, Apfel, Grünkohl, Himbeeren, Proteinpulver und Kurkuma. So ungefähr. Und Hanfsamen. Natürlich auch noch. Ungeschält. Genau, den gibt's jetzt. Und damit startet der Tag, so wie der Tag starten muss. So, und jetzt gibt's Rohkost-Sushi. Und zwar ist die gefüllt. Kann man das sehen? Mit Blumenkohl, Möhre, Zucchini, mit Pilzen, roh natürlich und Gurke. Möhre, Zucchini, habe ich schon gesagt, genau. Wasabi noch dabei und genau, das ist gewesen. Das gibt es jetzt und so. Der Tag beginnt mit ein paar Bananen, exakt 5 Stück. Und wieder mal eine Mango. So, jetzt habe ich noch 3 große Becher Erdbeeren gegessen. Also 1 Liter Becher. 3 Stück davon. Und zwischendurch habe ich auch noch 2 Bananen gegessen, die ich vergessen habe aufzunehmen.